Ihr hört Aramsasa, Aramsasa, das ist ein Rundgesang, den kann man immer wieder von vorne anfangen. Die linke Hand benötigt zwei Akkorde, den F-Akkord und den C7-Akkord. Wenn ihr es nicht mehr richtig wisst, schaut, hier oben findet ihr nochmal das Video, was euch die Akkorde erklärt. Wenn ihr soweit fit seid, dann beginnen wir mit Aramsasa. Druckt euch die Noten raus, kommt her an die Tasten, wir fangen an. Das Lied hat vier Takte, beginnt mit einem Auftakt. Diese vier Takte werden wiederholt. Ihr seht hier erster Schluss und hier seht ihr die Wiederholungszeichen. Also wenn ihr hier seid, spielt ihr nochmal von vorne. Aramsasa, Aramsasa, Guli, 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 Aha. Und beim zweiten Mal überspringt ihr die Eins und springt in den zweiten Schluss. Ramsasa. Jetzt geht es über in die zweite Zeile. Arafi, Arafi, Guli, 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 Aramsasa. A, die zweite Zeile wird auch wiederholt. Ravi, Arafi, Guli, 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 Aramsasa. Dann spielt ihr das tiefe C, denn jetzt wird nochmal die erste Zeile gespielt mit Wiederholung. Und dann ist das Lied zu Ende, aber ihr könnt jederzeit wieder anfangen mit der zweiten. Aber wenn ihr enden wollt, beginnt mit dem Ende hier. Das klingt viel komplizierter, als es ist. Wir beginnen zu spielen. Hier ist das mittlere C auf dem Klavier, der Daumen liegt auf dem mittleren C. Wir strecken die Hand ein bisschen, sodass der dritte Finger auf dem F liegt. Wir spielen die rechte Hand. C, F, 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 C, F, F, F. Und jetzt E, F, G, 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 F, G, A, F, F. Pause. Damit sind wir im ersten Schluss. Ich wiederhole. 1, 3, 3, 3, 1, 3. 3, 3, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 3, 4, 5, 3, 3. Beim zweiten Mal spiele ich den zweiten Schluss. Der sieht fast genauso aus, nur dass auf der 4 statt einer Pause, wie im ersten Schluss, ein C2 steht. Das ist der Auftakt zu Takt 6 zur zweiten Linie. Ich spiele Takt 6, die zweite Linie. 1, 2, C, A, G, A, B, 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 A, B, C, A, A. Wiederholung. 5, 3, 5, 5, 3, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4. 3, 4, 5, 3, 3. Ich gehe in die Wiederholung. Von vorne drum spiele ich jetzt das tiefe C. Aramsasa. Akkordvideo habt ihr schon gelernt, den F-Akkord mit 5, 3, 1 und den C7-Akkord mit 5, 2, 1. Nun kommen hier die Akkorde als Muster vor. Ich zeige es euch in den Noten. Wir schauen jetzt auf die linke Hand. Auf die 1 steht das F,
Dann das AC auf 2 und auf 3 und auf die 4 ist eine Pause. Der zweite Takt ist gleich. Im dritten Takt ist der C7-Akkord dran. Der kleine Finger geht runter zum E und wir spielen BC mit 2-1. Achte darauf, dass es kein H ist, sondern ein B, weil hier vorne als Vorzeichen ein B steht. Klingt kompliziert, auf den Tasten ist es einfach. Im ersten Takt spielt die linke Hand F, A, C, Pause. Takt 2, Pause. Im dritten Takt der C7 und im vierten Takt wieder F-Akkord. Das war der erste Schluss. Ich spiele nochmal von vorne und dann in den zweiten Schluss. Takt 6, das ist wieder der F-Akkord, die Hand liegt so, aber ich spiele F, C, A, C, F, C, A, C und noch ein Takt. Takt 8, der andere Akkord, E, C, B, C, E, C, B, C und der letzte Takt wieder ein F-Akkord, F, C, A, C, F. Pause. Nochmal die zweite Zeile. Also, wenn ihr die vielen Noten seht, es ist nichts anderes als der F-Akkord, gespielt unten, oben, Mitte, oben, unten, oben, Mitte, oben, noch ein Takt. Und der C7 in seiner Handstellung, E, B, C, unten, oben, Mitte, oben, wieder F-Akkord. Gut gemacht, wenn ihr es bisher durchgehalten habt. Dann seid ihr fit, wir spielen beide Hände miteinander. Rechts beginnt. F-Akkord. Nochmal F-Akkord. Jetzt hat die rechte Hand Achtel, die linke Viertel. Den F-Akkord aufgelöst in Achtel. Eins. Eins. Das war Takt 6 und 7. Die linke Hand hat hier Achtelnoten, also sie spielt 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und. Und die rechte Hand hat ab Takt 6 eine halbe, 1 und 2 und dann 2 Viertel, 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und. Und wenn wir das beides miteinander klopfen, 1 und 2 und 3 und 4 und Takt 7, 2 und 3 und 4 und. Auf 4 und haben beide Hände die 8 Noten. Ich spiele ab Takt 6, 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und. In den letzten beiden Takten seht ihr, dass beide Hände 8 Noten haben. 1 und 2 und 3 und 4 und. Und der letzte Takt, 1. Wiederholung. Thank you.
meine kleine Spielhilfe nützt euch etwas, schreibt es in die Kommentare, wenn ihr eine Anregung oder einen Wunsch habt. Sonst wünsche ich euch Happy Playing und sage Tschüss, bis zur nächsten Musikstunde.